Ja, ich begrüße euch alle recht herzlich zu einem neuen Webinar von Smartphone Entdecken. Heute zusammen mit der Kollegin Katrin Hellwig zusammen, Dekanat Bergstraße. Auch dort haben sich jetzt einige auch zusammengefunden. Es geht heute um Bildbearbeitung und Smartphone. Wir haben, ich sag mal, eine Klassiker-App mit dabei für den Normalgebrauch. Ich möchte gerne auch für den ambitionierten Hobbyfotografen eine App mehr für den Profibereich oder für den fortgeschrittenen Bereich vorstellen. Und dann schauen wir natürlich auch, was ein Smartphone auch sonst so alles kann. Zuerst einmal die Frage, Katrin, geht's euch gut da hinten? Ja, uns geht's gut. Also, oder? Ja. Ja. Wunderbar. Wie viele Leute seid ihr in Heppenheim? 12 mit Lydia und mir. 12 mit Lydia und dir. Wunderbar. Freut mich, dass so viele auch heute Abend zusammengekommen sind. Grundsätzlich die Sache, wir werden heute Abend natürlich einiges zeigen. Wenn irgendwie Fragen da sind, einfach Fragen per Chat, per Video. Die Leute in Heppenheim, die können natürlich die Katrin auch direkt fragen. Und ihr habt natürlich den klasse Vorteil, ihr könnt nachher in der Gruppe auch nochmal das ausprobieren, worüber wir heute auch gesprochen haben oder noch sprechen werden. Weil das ist natürlich in so einem Webinar dann echt eher weniger der Raum. Gut, worum geht es heute? Bildbearbeitung. Fotografieren hat, glaube ich, schon jeder mal mit seinem Smartphone gemacht. Und es gibt auch diverse Möglichkeiten, die Fotos zu bearbeiten. Wir wollen heute einmal in die normalen Möglichkeiten gucken, die so ein Betriebssystem mit sich bringt. Da haben wir jetzt hier ein iPhone und ein Samsung-Gerät von der Katrin. Und dann wollen wir die App Snapseed vorstellen. Die ist eine kostenlose App für Android und iOS, die mal so kurz in den wesentlichen Funktionen auch mal vorstellen. Und dann geht es dann für die fortgeschritteneren Fotografen dann auch weiter, die sich dann auch für RAW-Fotografie interessieren. Wollen wir mal so einen Blick auf Adobe Lightroom auch mal werfen und auf das große Thema RAW. Was ist das eigentlich und wo liegen da die Vorteile? Ja, fangen wir erstmal an. Katrin, was hast du denn auf deinem Smartphone für Möglichkeiten, mit Fotos zu machen? Oder wo bearbeitest du denn eigentlich selber auch Fotos auf dem Smartphone? Machst du das überhaupt auf dem Smartphone? Ja, aber dann mit Snapseed tatsächlich, mit der App und nicht mit den Möglichkeiten, die das Samsung-Handy an sich bietet. Ich finde, Snapseed ist einfach eine super App dafür, die vieles automatisch macht, aber trotzdem noch die Möglichkeit bietet, selbst Stellräder zu drehen. Genau. Ja, das ist richtig. Und also Snapseed habe ich ja hier auch auf meinem iPhone und ich möchte das jetzt einfach auch mal zeigen, den Bildschirm auch mal freigeben, dass die Leute jetzt hier auch mal mitgucken können. Dauert jetzt gerade noch mal 1-2 Sekunden, bis das Bild da ist. So, da ist es hier schon, genau. Und richtig, starten wir also die App Snapseed. Und es tut sich gerade nichts, sehe ich. So, genau, wunderbar. Die App hat gestartet und ist erstmal sehr übersichtlich gestaltet, nämlich mit einem großen Plus in der Mitte. Mit diesem Plus kann ich mir jetzt in meiner Fotogalerie jetzt ein Bild aussuchen, was ich gerne bearbeiten möchte. Ich wähle mir jetzt einfach eins von Spaziergang am Wochenende aus bei uns in Bad Kreuznach und kann das hier auch mal in das Querformat reinlegen, dass man hier auch ein bisschen sieht. Und ich habe jetzt direkt hier auf der rechten Seite unterschiedliche Filter, was man vielleicht auch so von Instagram oder so kennt, wo ich gar nicht in die eigentliche Bildbearbeitung rein muss, sondern mit einem Klick hier auf den Filter draufklicken kann und das Bild entsprechend sich dann auch verändert. Ist Geschmackssache, finde ich immer. Muss man sehen, ob einem das so gefällt. Nutzt du so Filter, Katrin? Ja, tatsächlich manchmal, wenn es schnell gehen muss oder ich keine Lust habe, lange Einstellungen vorzunehmen, ist das eigentlich eine super Sache. Aber es sieht in der Tat schnell überbearbeitet aus. Aber ja, wenn man es mag, dann finde ich das eine gute Sache.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, so für den Schnappschuss und da mal drauf gedrückt ist so ein Filter eigentlich ganz okay. Aber ich bearbeite lieber auch manuell, weil ich möchte, dass das Bild nachher so aussieht, wie ich es haben möchte und nicht wie so ein Filter denkt, dass es so sein soll. Dafür gibt es ja hier an der rechten Seite neben diesem Halbkreis auch noch den Stift hier unten drunter. Und ich habe jetzt hier unterschiedliche ja, Möglichkeiten, eine ganze Menge Möglichkeiten der Bildbearbeitung. Und ich glaube, so die wichtigsten Punkte, die kann man hier im Bereich Feinabstimmung auch schon leisten. Wenn ich jetzt mit dem Finger über den Monitor gehe, über den Screen gehe und hoch und runter drücke, dann sind hier die unterschiedlichen Funktionen, die hier in dieser Feinabstimmung mit drin sind. Das heißt, ich kann hier die Helligkeit verändern, Kontrast, Sättigung, Spitzlichter, Schatten, Wärme, also die Farbtemperatur. Das heißt, wenn ich nach oben wische, dann suche ich den Bereich aus. Wenn ich jetzt im Bild nach links oder nach rechts wische, dann wende ich den jeweiligen Bearbeitungsschritt an. Das ist eigentlich auch sehr intuitiv und vor allen Dingen auch sehr schnell gemacht. Helligkeit ist klar, Kontrast auch, Sättigung. Die Farbsättigung kann man auch sehr schnell übertreiben, ein bisschen auch ganz runterdrehen, dass man eben ein Schwarz-Weiß-Bild dann auch hat. Ambienz und Spitzlichter hier kann man so die Farbintensität und die Leuchtkraft im Prinzip von hellen Farbtönen auch nochmal variieren. Das ist auch eine ganz spannende Sache. Und da lohnt es sich doch, glaube ich, in der Tat, einfach mal auszuprobieren und zu experimentieren. Oder was meinst du, Katrin? Ja, genau. Es passiert ja nichts Schlimmes, wird ja sozusagen dann später nur eine Kopie des ursprünglichen Bildes erstellt. Und deswegen kann man einfach mal machen und es auch ein bisschen übertreiben. Und wenn es einem nicht gefällt, macht man den Schritt rückgängig oder wendet ihn nicht an. Ja. Was ist denn deine Lieblingsfunktion bei Snapseed? Manchmal benutze ich Reparieren. Reparieren kann, wenn auch mit vielen Haken, bestimmte Dinge aus dem Bild rausretuschieren. Also wenn vielleicht eine Hand mit drauf geraten ist oder ein Finger oder irgendwas vor die Linse gelaufen ist, was da nicht sein soll, dann kann man zumindest im kleinen Bereich das auch reparieren und wegretuschieren. Aber es ist natürlich kein Vergleich, wenn man das mit einem hochwertigen Programm am PC macht. Und manchmal mache ich auch gerne Drama oder Glamour Glow. Das ja, ist, glaube ich, für meine Zielgruppe, für meine Altersgruppe manchmal auch ganz gut, um Sachen auszuprobieren und zu spielen. Weiß nicht, ob meiner Mutter dann solche Bilder gefallen würden. Ja, genau. Können wir uns ja auch direkt mal anschauen, wie das aussieht. Also die Funktion, die du jetzt hier gerade, ich sag mal, erwähnt hast, Reparieren und Drama. Und zwar, so, hier sind wir wieder in meinem Bild. Und richtig, wenn ich jetzt rechts auf den Stift gehe, komme ich wieder in diese Übersicht. Und hier ist auch schon das von dir erwähnte Reparieren in der Mitte, ganz links in der Spalte. Zwar klicke ich jetzt hier drauf. Jetzt kann man einzelne Bildbereiche aussuchen und wegretuschieren. Ich gehe jetzt mal kurz auf die Kinder hier. Sie sind jetzt weg. Es ist jetzt nicht ganz so sauber gemacht. Ich glaube, da braucht man auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl, um das so zu machen, dass es jetzt nicht schlecht aussieht, wie es jetzt aussieht. Ja, unten sind natürlich auch die Zurückpfeile. Das heißt, ich kann jeden Arbeitsschritt auch wieder rückgängig machen. Oder beziehungsweise, wenn es mehrere sind, brauche ich den auch gar nicht anzuwenden. Denn wenn ich einen Effekt anwende, tritt der erst in Kraft in diesem Kopie, wenn ich rechts unten auf das Häkchen drücke und bestätige. Wenn ich jetzt auf das X drücke, dann ist das Bild wieder im Ursprungszustand. Drama hast du noch erwähnt. Was haben wir denn hier? Gucken wir mal. Oh, gucken wir hier mal drauf. Das heißt, hier werden einige, das sind auch Filter, sehe ich. Und hier werden Genau. jetzt einige Farbtöne reduziert, oder? Ja, genau. Es ist eher ein Filter. Ich kann natürlich unten über die Regler nochmal einzelne Punkte höher oder niedriger stellen. Aber ja, also Drama verspricht, was es hält. Genau, jetzt sieht es aus, wie wenn ein Unwetter über Bad Kreuznach jeden Moment hereinbricht. Oh ja, sehr dramatisch auf jeden Fall.
Und hier habe ich auch noch die Möglichkeit, wenn ich links unten, zweite Icon von links, diese Schieberegler gehe, die Intensität des Filters auch nochmal, ich sag mal, zu verändern von 100% bis weniger, wenn mir das irgendwie alles doch ein bisschen zu stark ist. Sehr plakative Effekte. Was haben wir denn noch für tolle? Ich sag mal, Vintage sehe ich ja auch noch. Das sind im Prinzip auch nochmal so Farbfilter, die hier drüber gelegt sind. Und ja, die sorgen eigentlich dafür, dass die Fotos von meinem modernen, teuren Smartphone so aussehen, als hätte ich sie vor 20 Jahren irgendwie oder 25 Jahren mit einer alten Kamera gemacht. Genau. Gibt es sonst noch Lieblingsfunktionen von dir hier bei Snapseed? Was ich noch nicht so oft ausprobiert habe, was ich aber gut finde, ist der Fokuseffekt. Also quasi auf ein Bild nochmal einen Fokus zu legen, einen Teil des Bildes hervorzuheben. Genau, ich kann das entweder als Kreisform machen, wie du es jetzt gerade zeigst, und kann unten aber auch die Linienvariante einstellen auf dem zweiten Icon von links und kann quasi, genau, das wären die Linien, kann sagen, ein bestimmter Bereich soll hervorgehoben werden und alles andere daneben oder dahinter wird quasi ein bisschen unscharf. Ja, wobei das jetzt hier sich nicht um die, also es ist unscharf, das ist jetzt nicht aber so die klassische Tiefenschärfe, wie man sie jetzt, ich sag mal, bei offener Blende und wenig Abstand dann auch zu einem Objekt hat, sondern es ist wirklich auch so ein künstlerischer, ich glaube, Tilt-Shift-Effekt oder ein künstlerischer Effekt, der in das Bild mit reingebracht wird. Ne? Ja, wie gesagt, also dafür ist es eben auch eine kostenlose App auf dem Handy. Bestimmte Dinge gehen bis zu einem gewissen Punkt und bestimmte Dinge dann auch nicht. Aber ja, bei manchen Sachen nimmt es einfach oder gibt es nochmal einen anderen Effekt, um bestimmte Sachen hervorzuheben. Ja, auf jeden Fall. Genau. Und was ich persönlich auch ganz nett finde, ist Schwarz-Weiß. Also, dass die Option, Bilder automatisch in Schwarz-Weiß einstellen zu können. Da sind wir wieder bei Fotos von vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten. Aber ich finde Schwarz-Weiß-Fotos einfach toll. Ja, also ich finde also wirklich eine Monochrom-Fotografie, die ja wirklich nur aus Weiß- und Schwarztönen besteht, finde ich ja künstlerisch sehr ansprechend. Und da muss man ja auch unterscheiden zwischen, ich sag mal, dem, was man normal als Schwarz-Weiß-Foto kennt, das heißt ein Foto, wo die Sättigungen komplett runtergenommen werden und die Farbtöne reduziert werden, und halt den richtigen Schwarz-Weiß-Fotos, die eben nur aus schwarzen und weißen Bildpunkten dann auch existieren oder bestehen. Aber da hast du recht, das gibt immer noch sehr schöne Effekte, das stimmt. Dann haben wir hier auch nochmal die Möglichkeit, das einzeln auch nochmal alles festzulegen. Sehr schön. Was ich auch immer ganz nett finde, das ist eine Vignettierung. Und zwar Vignettierung bedeutet im Prinzip, dass die Randbereiche abgeschwärzt werden oder verdunkelt werden. Auch das kann ich jetzt hier einstellen. Das bringt auch nochmal so eine gewisse Räumlichkeit oder Plastizität mit in das Bild. Allerdings muss man natürlich auch gucken, dass man das nicht zu sehr übertreibt mit, ich sag mal, der Stärke der Vignettierung. Ich glaube, so ist es dann auch irgendwie dann zu viel des Guten. Ne? Ja. Wieder Unwetter in Bad Kreuznach. Ja. Geben wir doch einfach mal die Frage im Prinzip an die Teilnehmenden hier in dem Webinar, was nutzt ihr denn im Prinzip auf eurem Smartphone für Bildbearbeitungstools am liebsten oder was für Funktionen nutzt ihr denn am liebsten? Vielleicht kann Lydia die Frage ja auch nochmal bei euch in die Runde stellen. Ja, gerne auch das Mikro nehmen und es geht ja auch darum, Tools auch mal vorzustellen und zu empfehlen. Ja. Ja, mein Name ist Heinz Schmidt. Ich nutze normalerweise Smartphone im Moment noch nicht, aber da will ich ja hinkommen. Auf dem PC nutze ich an und für sich Funktionen.
Und am meisten habe ich an und für sich so eine Snipsch-Funktion, dass ich Teile aus dem Bild sehen will. Oder, wie ich auch habe, man hat so eine Zuschneidefunktion. Und wenn ich vorhin auf dem Werkzeugübersicht das gesehen habe, dann war ganz oben rechts in der Ecke ein Werkzeug, das mir so ähnlich aussah. Ja, gibt es so eine Zuschneidefunktion? Ja, natürlich, natürlich. Weil das ist ja auch eine Grundfunktion, ich sag mal, von einem Bildbearbeitungs-App oder Bildbearbeitungsprogramm. Ich zeige das jetzt einfach gerade nochmal, wie Sie jetzt schon richtig sagten. Hier rechts oben ist der Button mit Zuschneiden. Und das nimmt man auch immer gerne einfach, um, ich sag mal, ein Bild entweder in der Proportion zu verändern. Da kann man sich hier feste, ich sag mal, Proportionen aussuchen, 4:3, 16:9, wie es eben ist. Oft ist es ja so, das hat man rechts dann noch, ich sag mal, irgendwie noch einen Fußgänger drin oder eine Hand. Beliebter Fehler ist die Finger noch so ein bisschen über der Linse. Und dann kann man den Bildausschnitt damit noch verändern. Wunderbar. Was gibt es denn sonst? Was nutzen Sie denn sonst noch? Also vielleicht für diejenigen, die nicht im Raum sind, hier an der Bergstraße wird schon ganz viel ausprobiert und getüftelt. Deswegen ist die Aufmerksamkeit schon auf dem Bildschirm vor den jeweiligen Menschen, die schon ausprobieren und mir die ganze Zeit Fragen stellen, wie, wann, wo, was funktioniert. Also deswegen gucke ich auch immer nach hinten. Okay. Nee, das ist natürlich ein gutes Argument und das wollen wir ja auch fördern. Von daher möchte ich jetzt einfach auch nochmal einen Schritt weitergehen und zwar mehr so in die Richtung der fortgeschrittenen Fotografie und in das Thema RAW-Dateien. Weil mittlerweile immer mehr Smartphones bieten ja auch an, im sogenannten RAW-Format auch zu fotografieren. RAW-Format ist im Prinzip ein, ja, man kann es das ursprüngliche Fotoformat nennen, das schreibt sich RAW. Und zwar müssen Sie sich das so vorstellen, dass sobald Sie mit der Digitalkamera fotografieren und dann am Schluss eine JPG, also eine JPEG-Datei haben, findet in der Kamera bereits eine Bildbearbeitung statt. Das heißt, da ist eine Software und die sagt dann, die Farbwerte müssen so und so sein, der Schwarzpunkt muss so und so sein, die Helligkeit muss so und so sein. Und dann wird das Bild aus einem offenen Format in ein geschlossenes Format, in das JPEG-Format gespeichert. Man kann das später am Computer noch verändern, aber die Grenzen, die sind sehr, sehr, ich würde fast sagen grenzwertig, aber ich sag mal, die Grenzen sind sehr, sehr schnell erreicht, weil Sie müssen sich das einfach vorstellen, wenn ein Bild aus lauter Bildpunkten besteht und ich die Möglichkeit habe, jeden Bildpunkt einzeln zu bearbeiten und zu verändern, habe ich viel mehr Möglichkeit, als wenn ich über diese komplette Bildpunktmaske einen Kleber drüber laufen lasse und das gesamte Bild anfange zu verändern. Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel Schwarzwerte verändere bei JPEG-Dateien oder auch die Helligkeit, bekomme ich ganz schnell so Artefakte rein, ich bekomme Bildrauschen rein, ich bekomme so ein grisseliges Rauschen mit rein. Bei RAW-Fotos, die sehen in erster Linie, das kann ich Ihnen erstmal zeigen, und zwar habe ich hier auch ein RAW-Foto auf meinem Smartphone. Das habe ich mit meiner Spiegelreflexkamera aufgenommen. Ich muss gerade den Bildschirm nochmal freigeben. So, genau. So, und zwar dieses Foto hier. Plupp. Das habe ich mit einer Spiegelreflexkamera morgens um 6 Uhr auf dem Weg nach Finnland aufgenommen. Und ich sag mal, Sonnenaufgang ist natürlich, wenn man in was Helles rein fotografiert, dann wird alles andere natürlich relativ dunkel. Und wenn ich das jetzt mit klassischen Mitteln versuche zu bearbeiten, jetzt auch mit den
Apple-eigenen Sachen. Ich kann jetzt hier mal so auf automatische Bildkorrektur gehen und kann jetzt auch mal probieren bei Apple, wo haben wir sie denn hier, habe ich auch unterschiedliche Filter auch anzuwenden. Bin ich aber in meiner Bearbeitungsmöglichkeit immer sehr, sehr eingeschränkt. Dafür verwende ich eine App, die mit RAW-Fotos umgehen kann und die auch RAW-Fotos bearbeiten kann. Und das ist zum Beispiel Adobe Lightroom. Und das ist ja wirklich ein Programm für ambitionierte Hobbyfotografen. Das ist auch kostenpflichtig, das gibt es leider nicht kostenlos, aber wer gerne fotografiert, also auch mit einer Spiegelreflexkamera und dort viel Geld für ausgibt, der überlegt sich auch, ob er für die Bildbearbeitung ein bisschen was investieren möchte. Und jetzt möchte ich hier einfach mal zeigen, was ich aus einem sehr dunklen RAW-Bild einfach machen kann mit Adobe Lightroom. Und zwar habe ich auch hier die Möglichkeit, ich sag mal, erstmal den Bereich Helligkeit eine ganze Menge auch zu verändern. Ich kann die Intensität des Lichtes, die kann ich reduzieren. Das sind alles Funktionen, die kann ich natürlich mit normalen Fotos, mit JPEG-Fotos auch machen. Aber letztendlich lässt das RAW-Format mir wesentlich mehr Spielraum auch übrig, mit diesem Bild hier zu arbeiten. Und ich mache jetzt einfach mal, weil ich so eine gewisse Routine auch hier drin habe. Und Sie sehen jetzt einfach mal so das Resultat von vorher, das war das RAW-Foto, jetzt einfach mal ganz kurz bearbeitet. Und das zeigt einfach, das hat wesentlich mehr Potenzial. Bedeutet aber auch, das muss man natürlich auch sagen, etwas Einarbeitungszeit. Also das ist nicht ganz so einfach und intuitiv mal gemacht, aber wie gesagt, wir wollen ja auch den fortgeschrittenen Fotografen hier auch mal was anbieten. Von daher stelle ich jetzt auch gerne wieder nochmal die Frage in die Runde und an die Besucher. Gibt es eigentlich auch so ambitionierte Hobbyfotografen oder wollen wir den Schwerpunkt oder das Webinars jetzt eigentlich mehr so auf die, ich sag mal, kostenlosen Apps legen oder auf die Smartphone-Anwendung? Ich weiß, da hinten wird ja schon fleißig ausprobiert. Oder gibt es Fragen dazu? Also die Bergstraße sagt kostenlos und eher intuitiv zu bedienen. Gibt es noch Fragen dazu aktuell zu der App Snapseed? Ja, also die Stimmen hier sind eher, dass das, was wir jetzt vorgestellt haben, auch schon sehr anspruchsvoll ist. Genau, wenn man ganz am Anfang steht und die App noch nie gesehen hat oder noch nie am Handy auch Bilder bearbeitet hat. Ja, das ist richtig, weil ich sag mal, wenn man auch bearbeiten möchte, und hier gebe ich jetzt auch noch mal kurz meinen Screen frei, auch mit Snapseed arbeiten möchte, mit den ganzen Tools, muss man jetzt auch im Grunde wissen, was verbirgt sich eigentlich hinter diesen Begriffen und was kann ich damit eigentlich machen? Was hat das für Auswirkungen? Allein wenn ich in die Feinabstimmung reingehe, also ich glaube, mit Helligkeit kann sich jeder erst einmal was vorstellen, ne? Also heller, dunkler, soweit. Und auch da sieht man dann ganz schnell, wo dann auch die Grenzen, ich sag mal, erreicht sind. So, Kontrast ist jetzt noch mal was anderes. Da sieht man auch so die Intensität von den Schwarzwertbereichen. Sättigung, da werden die Farben einfach auch noch mal kräftiger. Und das sind einfach alles Punkte, da würde ich vorschlagen, probieren Sie das einfach mal aus. Also öffnen Sie sich einfach mal ein Bild. Gucken Sie, was sind das für Funktionen, gerade so Ambience-Modus. Also Ambience ist natürlich jetzt kein gängiger Begriff, aber ich sehe, was das Bild, was sich im Bild verändert, wenn ich hier den Regler verändere. So, jetzt haben wir hier nochmal die Frage, Gunther, mit welcher App kann man Personen oder Bildbereiche isolieren und nicht das ganze Bild heller, dunkler steuern? Wie könnte man auf dem Musterbild den grauen Himmel durch einen blauen ersetzen?
Ja, das ist mit Snapseed meines Wissens nach sehr, ich weiß gar nicht, ob das damit möglich ist, den Himmel jetzt blau zu färben. Muss ich mal gerade kurz in die Übersicht schauen, womit es auf jeden Fall möglich ist, weil das, was Gunther jetzt schreibt, das sind ja eigentlich auch schon so fortgeschrittene Sachen der Bildmanipulation, Personen oder Bildbereiche isolieren. Das funktioniert auf jeden Fall mit Adobe Lightroom. Und das kann ich auch gleich gerne zeigen. Hier in dem bei Snapseed wüsste ich es jetzt nicht direkt. Katrin, weißt du das? Nee, ich wüsste es auch nicht. Ich würde aber auch behaupten, dass es nicht geht. Okay. Aber ohne Gewehr. Ja, weil irgendwo sind ja natürlich auch die Grenzen von kostenlosen Programmen auch erreicht. Ich öffne jetzt mal das gleiche Bild in Adobe Lightroom, einfach, dass wir hier die Referenz auch haben. So, und hier habe ich jetzt zum Beispiel im Bereich Farbe einerseits nicht nur die Möglichkeit, Farbtemperatur auch zu verändern. Das ist natürlich nicht gemeint, das weiß ich ja, sondern ich habe jetzt hier auch die Möglichkeit, zum Beispiel ganz gezielt die Blauwerte zu verändern. Sättigung entsprechend, also einzelne Farbe oder Farbakzente zu verändern. Das bringt hier in dem Beispiel erstmal relativ wenig, wo sehr wenig Blau auch da ist. Was ich jetzt hier machen müsste, das ist, Moment, ich suche es noch, genau, einen selektiven Bereich einfügen. Und zwar kann ich jetzt hier einen Bereich im Bild markieren. Das Rote, was jetzt zu sehen ist, das ist nicht, dass das Bild sich rot nachher färbt, sondern das ist der Bereich, der nachher bearbeitet wird. So, und jetzt kann ich im Prinzip in die Farbeinstellung gehen und genau diesen Bereich, der jetzt rötlich markiert ist, kann ich jetzt die Tönung oder die Farbe jetzt auch ändern. Muss ich mir jetzt natürlich die Farbe suchen, die ich brauche oder die ich möchte. So, kann hier den Farbwert hier auch nochmal einstellen und kann jetzt hier durch das Verschieben von dieser Maske festlegen, wie weit diese Verblauung, sage ich jetzt mal, stattfinden soll. So, und das war ja jetzt, glaube ich, so die eine Frage, wie kriege ich jetzt diesen Bereich blau? Wobei man natürlich sagen muss, man muss auch immer unterscheiden zwischen, ich sag mal, der Bildbearbeitung und der ganz gezielten Manipulation, wobei natürlich jede Bearbeitung auch eine Manipulation ist. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt Leute rausretuschieren möchte oder aus dem Grau und Blau machen will, dann geht das wirklich schon in eine Manipulation. Das kann ich dann auch mit einem Bildbearbeitungsprogramm wie Photoshop oder Lightroom dann auch machen. Aber wahrscheinlich nicht mehr mit kostenlosen Tools. So, Gunther sagt. Eine Frage. Ja. Man kann die Tools auswählen und dann habe ich so ein Tool, was man zum Beispiel die Feinabstimmung, aber wie kann ich denn jetzt hier irgendwas regulieren? Also, wenn ich hier drauf gehe, dann habe ich das, aber das, wie soll das denn gehen? Da ist kein Regler dabei. Nach rechts oder links wischen auf dem Bildschirm. Ach so, oben. Aber tippe ich dann jetzt hier irgendwas an? Jetzt ist Helligkeit eingestellt. Jetzt ist Helligkeit und jetzt kann ich die Helligkeit... Ja, ich zeige das auch gerne nochmal. Und dann kommt auch noch Gunthers Frage nach dem Zuschneiden und der Ausrichtung korrigieren. So, zum einen... Genau, die Tools, die Feinabstimmung hatten wir ja gesagt. Indem ich jetzt auf dem Bildschirm hoch und runter rutsche, kann ich jetzt Helligkeit, Kontrast, Sättigung, kann ich die Funktion verstellen. Wenn ich mit dem Finger nach links auf dem Bildschirm oder nach rechts auf dem Bildschirm flutsche oder streiche, dann verändere ich die Werte. Das geht alles über Streichgesten. Okay. Ja, ich glaube, grundsätzlich ist die Frage beantwortet. Dann wäre
eine neue Frage, aber oder wolltest du erst die vom Gunther beantworten? Ja, ich wollte erst nochmal vom Gunther eingehen. Und zwar war da die Frage nach dem Zuschneiden und nach der Ausrichtung. Ich habe hier gerade schon mal ein bisschen gespickt. Zuschneiden wird, wie gesagt, hier in der Bearbeitungsmaske schon eingezeigt. Bei den Button zuschneiden, das bedeutet, ich kann hier Bildausschnitte im Prinzip ändern. Jetzt ist es ja so, wenn man auch mal schief fotografiert und ich möchte den Horizont im Prinzip komplett waagerecht haben, also gerade haben, dann kann ich hier über den Punkt drehen, das ist zweite Zeile, das ganz links. Und dann, wenn ich jetzt unter dem Bild nach rechts oder nach links streiche, so vorsichtig, kann ich das Bild nochmal ausrichten, sodass der Horizont sich an einer dieser Gitternetzlinien möglichst gerade ausrichtet. Okay, Katrin, dann würde ich dich nochmal an deine Frage rannehmen. Ja, die Frage war, wenn ich jetzt zwei, drei Sachen angewendet habe, was verändert habe, wie ich das dann speichern kann auf meinem Handy. Oder vielleicht will ich das Foto ja auch dann ausdrucken oder verschicken oder irgendwas damit machen. Ja, dafür gibt es rechts unten den Button Exportieren. So, und da kann ich jetzt entscheiden, ob ich... Also bei Apple kann ich ja direkt teilen, das heißt per Messenger verschicken oder per AirDrop, also per Funk auch an andere Apple-Geräte. Ich kann auch sagen, öffnen mit, das heißt das bearbeitete Bild direkt in einer separaten App öffnen. Wenn ich das jetzt vielleicht als E-Mail verschicken möchte, sage ich dann öffnen im E-Mail-Programm, dann verschicke ich das per Mail. Und dann gibt es den wichtigen Unterschied zwischen Speichern und Kopiespeichern. Und zwar, wenn ich jetzt auf Speichern drücke, wird das Bild, was ich in meinem Gerätespeicher habe, das Originalbild, überschrieben und geändert. Ja, das heißt, das Originalbild, so wie ich es mal hatte, ist dann nicht mehr da. Wenn ich eine Kopie speichere, dann wird das Ganze als neues Bild abgespeichert und ich habe das Originalbild noch vorhanden. Und dann kann ich auch einfach sagen, exportieren, das ist dann, wird eine Kopie erstellt, die nicht mehr, wo die Änderungen nicht mehr rückgängig gemacht werden. Das heißt, jetzt wurden gerade die Effekte angewendet, die ich hier gemacht habe, also die Drehung, der kleine Ausschnitt. Und wenn ich jetzt hier in meiner Galerie gucke, ist jetzt hier das zuletzt oder das letzt bearbeitete Bild, ist jetzt das, was ich gerade bearbeitet habe. Und bei Android müssten eigentlich die Schritte relativ ähnlich sein. Ja, das ist so. Das ist so, genau. Wobei manchmal speichert er auch die Kopie neben dem Originalbild. Und wenn man dann das Bild vor 3 Monaten gemacht hat, muss man ein bisschen suchen. Aber es ist da, die Kopie. So. Die Frage war, wie man quasi dahin kommt, dass man es überhaupt speichern kann. Es gibt unten, zumindest bei mir ist es so, 3 Reiter, Looks, Tools und Exportieren. Hm. Sehen Sie die? Ich kann das also auch gerne. Also das ist eine Frage, die wir vielleicht auch gleich nochmal direkt vor Ort klären können. Ich kann das auch gerne gerade noch einmal zeigen. Wie gesagt, grundsätzlich, also jetzt hier in dem Fall haben wir, wie die Katrin gerade gesagt haben, unten die Looks, Tools und Exportieren, diese 3 Wörter. Und über mit einem Klick auf Exportieren komme ich in diesen Bereich, wo ich das Bild speichern kann. Grundsätzlich haben so ziemlich alle Apps auf einem Smartphone einen ähnlichen Weg, Dateien zu exportieren oder abzuspeichern. Also entweder bei Android sind da so Menüpunkte wie da so Einstellungen. Bei Apple gibt es dieses Teilenzeichen, das ist dieses Quadrat mit dem Pfeil nach oben. Also das, da müsste eigentlich ein Wiedererkennungswert auch aus anderen Apps sein. Gut, haben wir denn noch weitere Fragen? Ich schaue gerade mal in die Runde, aber nee, aktuell nicht. Aktuell nicht. Wunderbar. Von den Gästen, die noch dazu geschaltet sind, haben Sie noch Fragen?
hier ist doch noch eine Frage aufgetaucht. Moment. Und dann, wenn ich eine Funktion abspeichere, Helligkeit, als Kopie speichern und dann liegt ja noch das, dann geht das zurück und dann liegt das Bild ja noch da. Und dann möchte ich jetzt Schatten machen. Ist das dann das gleiche Bild, was, oder ist das dann wieder ein ganz neues Bild, wenn ich das neu abspeichere? Hast du die Frage verstanden, Tobias? Ja, habe ich soweit verstanden. Vielleicht willst du die auch beantworten oder ja. Es kommt, also beziehungsweise Sie können ja auch, ist jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, wo, mit wem ich sprechen soll, Sie können ja mehrere Effekte oder mehrere Tools auf ein Bild legen. Also Sie müssen nicht, nachdem Sie die Feinabstimmung gemacht haben, eine Kopie speichern, sondern Sie können aus dem Tool Feinabstimmung rausgehen und können noch einen anderen Filter, Sie können noch was wegschneiden, was anders. Ja. Können Sie, wenn Sie ganz fertig sind mit der Bildbearbeitung und sagen, jetzt ist alles eingestellt, dann können Sie eine Kopie speichern. Ja. Man sieht dann am Ende, wenn man die Kopie speichert, was man alles eingestellt hat. Das läuft nochmal so quasi im Schnelldurchlauf ab. Was ist alles passiert, wenn er quasi das Bild ja, rendert oder exportiert oder ja, umspeichert. Genau. So. Und das, was wir jetzt, ich sag mal, bei Snapseed gesehen haben, das gibt es im Grunde in einer mehr oder weniger abgespeckten Form eigentlich bei jedem Betriebssystem. Das heißt, wenn ich bei Android wie auch bei iOS, also bei Apple-Geräten, ein Bild in der Galerie habe, habe ich dort irgendwo einen Button mit Bearbeiten. Und dort kann ich wirklich dann, bei den neueren Geräten sind schon direkt so Effekte und Filter, die ich anwenden kann, aber ansonsten was wie Helligkeit, Kontrast, Schwarzwert, Farbton und so, das kann ich in der Regel auch mit Bordmitteln auch verändern. Snapseed ist empfehlenswert, weil es natürlich kostenlos ist und für eine kostenlose App, die auch werbefrei ist, ein unheimlich großen Funktionsumfang hat. Also von daher haben wir das heute einfach als Empfehlung mit reingenommen. Und wie gesagt, für die Ambitionierteren lohnt sich dann auch mal ein Blick auf Adobe Lightroom, wenn da nochmal Geld investiert werden sollte. Und ansonsten gibt es auch hierzu unterschiedliche Alternativen, je nach Bedarf. In Ordnung. Ich würde ansonsten, wenn es keine weiteren Fragen gibt, erstmal dem Dekanat Bergstraße gleich noch viel Spaß wünschen beim Ausprobieren und beim Bearbeiten und beim Fragestellen. Gucken Sie wirklich, machen Sie sonst vor Ort Fotos und gucken Sie, was die App kann. Sie haben dort zwei kompetente Ansprechpartnerinnen, die Sie fragen können und die Sie auch gerne dabei begleiten. Und den anderen hoffe ich auch, dass, ich sag mal, ein bisschen alles an Informationen da war, was Sie mitnehmen konnten und ja, dass wir was Hilfreiches auch vermitteln konnten. In dem Sinne wünsche ich einfach dennoch einen schönen Abend. Weise noch auf unser nächstes Webinar hin. Das dauert jetzt, glaube ich, doch ein bisschen. Das findet nämlich erst am 11. wieder statt zum Thema Fake News mit dem Pressesprecher von Mimikama.at. Das ist ein Verein aus Österreich, der sich zum Aufdecken von Fake News im Internet auch sehr, sehr stark macht. Auf smartphone-entdecken.de sind natürlich auch alle Termine drin und ab morgen auch hier die Aufzeichnung. In dem Sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend und viel Spaß beim Bildbearbeiten und beim Ausprobieren. Macht's gut.